Und los. Herzlich willkommen und damit sind wir wieder in Lavandia. Beim Lifeless Play. Wir haben heute im Chat den Bistano, Rowdy 0815 und Eiskende und Nudli, die wahrscheinlich alle irgendwie AFK sind oder so. Ja, ich muss wahrscheinlich nach unten hin, weil ich möchte so schnell wie möglich nach Alabasta kommen. Oder eher gesagt nach Ventania City. Erinnerst du dich an was? Quatsch. Lever Städte noch. Ich sehe dich doch. Ja, ich sehe es doch. Aber hier ist er eh irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ich finde das scheiße. Wir haben 5 Zuschauer und dann schreiben die nur alles 10 Stunden oder so. Ich habe nur, das Laune ist drunter. Ich hoffe, irgendwas Schönes passiert hier in Pokémon, damit ich überspringe. Ich mache das jetzt schnell, damit ich hier Freudensprünge machen kann. Guck mal, yay, ich habe mich aufgelevelt. Das ist jetzt mal ein Display auf Depri, na Depri nicht, aber auf angepisst Style. Ja, ich weiß, es hört sich scheiße an, wenn man es schnell macht, ist mir aber scheißegal. Ich muss ja die Folge aufnehmen. Ich habe mir vorgenommen, nicht eine. Nein, möchte ich nicht. Ich habe mir vorgenommen, eine jeden Tag eine Folge raufzuhauen. Und ja, bleibe ich auch fest bei. Angelplatz, ja, super. Ich gehe jetzt doch nicht nach oben hin, ich gehe jetzt. Aber der Booster ist mir scheißegal, ob es in euren Ohren wehtut oder sowas in der Art. Stirb daran. Mal hier oben kommt dann ich später hin. Versuche jetzt mal jeden Trainer zu ignorieren, den ich hier treffe, weil ich werde hier schön noch hingehen, weil wir müssen nachher noch trainieren für eine sehr spezielle Person, die dann sozusagen der Endkampf sein wird, der Ende des Let's Plays. Den müssen wir hin trainieren. Und ihr wisst wahrscheinlich, die einigen Fans wissen wahrscheinlich schon, wer das ist. Tja. Es mag, die Häuser sind nicht begehbar, da schlüpft man durch Fenster. Abgeschlossen! Was ist das? Sind hier Fahrradladen? Hier ist eine Nachricht. Der Fahrradladen ist jetzt in Kyoto, in Dukata City. Ja. Bester Grund. Ich einfach 2-4 Jahren aufsagen. Das Krabbel von Kanto. Es befindet sich am Ende von der Route 9 auf der Straße östlich von hier. Es muss dort einen Störfall gegeben haben. Gibt dir da einen Störfall? Namus Yara. Mein Lamus und ich sind ein unschlagbares Team. Das glaube ich. Mach deine Konfusion vor. Lamus Yara. Ja, bestes Team ever. Mit einer Geschwindigkeit von über 550 km reißt der Magnetut in 0, nix zwischen Kanto und Johto hin und her. Dadurch ist Johto ganz nah. Ja. Ich kämpfe lieber mit Pokémon, die ich trainiert habe, als auch wenn ich neu gefangen. Ja, super. Oh, Arena von Azura sieht die Leitung Misty, die junghafte Meerjungfrau. Ja, Misty, komm, wir knallen dich erstmal. Ich bin ein großer Fan von der Pokémon Arena Leitung Azura City, ihr Name ist Misty. Du siehst auch so fett aus, kannst auch keinen anderen Fan sein von Tu. Okay, hier jetzt einfach mal niemand. Gibt's hier Pokémon? Gibt's hier Pokémon? Ich glaube, Kenner wissen schon, was ich suche, aber es ist noch nicht hier. Erstmal schön boosten, damit ich schön hier hinkomme. Hier ist er eh abgesperrt. Oh nein, ein Pokémon. Oh nein, Turbo-Temp. Oh, es ist tot. Was ist hier? Sammelst du den Orden der Pokémon-Arena von Kanto? Ja, mache ich. Eine Riesenbude, aber nur ein kleiner Raum. Am Kap im Norden treffen sich viele Pärchen. Gerade Mädchen gehen dort gerne hin. Ja. Hier ist eine Nachricht. Stoppt die Kriminalität und macht aus dieser Stadt einen Ort, an dem man sich sicher ist und gerne lebt. Ordnungsamt von Azura City. Da soll das Ordnungsamt noch machen, nicht die Einwohner.
Dick da, dick, dick. Ja, dick, dick, dick. Wir wurden von Räubern aufgehalten. What the fuck? Ich habe gehört, dass ein zwielichtiger Typ herumschleichen soll. Ich werde ihn nicht stillhalten, wenn ich heraus, dass er ein Dieb ist. Ja, aber dann die Tür offen lassen, sodass jeder Wildfremde einfach reingehen kann. Hier soll es in meine Höhle gegeben haben, mit der mächtige und restliche Pokémon gekauft haben. Ach ja, meine Detektor schlägt aus. Oh Mann, ich weiß es schon, wo es ist. Muss schwimmen gehen gleich. Ich habe auch so, dass hier die. Was? Ja, voraus. Noch jemand da? Siehst du, das meine ich. Ihr seid alle AFK. Niemand schreibt irgendeine Scheiße hier rein, ey. Meine Fresse, ey. Ja, darf ich auch sagen. Aber Moment mal kurz. Erstmal schwimmen. Wo schlug denn sein Detektor aus? Ich weiß nicht, ob ich es im Boost benutze oder nicht. Hier war ja früher die, wie heißt es nochmal, die Höhle? Berserker gehen. Aha. Warum ist die Höhle denn eingestürzt? Da wäre ich gerne hingegangen. Was für den Pokémon da drin? Die sterben doch alle ab. Die, 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 die. AP Plus, ich weiß schon mal, welche Attacken bleiben werden. Hoffentlich. Ne, kann ich nicht machen. Ich weiß noch nicht. Bin noch zu jung. Schwach. Ja, sie würden es nicht verkraften. Vom Äther. Kampf mich am Arsch lecken. Hier. Das hat ja keinen Effekt. Mann! Äther bei Brand. Brauche ich nie. Ah nein, ich kann auch hier. Müll. So, ja, weg. Da können wir für Berserker gehen. Ja. Was sollen wir denn schreiben? Zwei Zuschauer. Ja. Keine Ahnung. Ich bin auch hier. Ihr müsst nicht mit euch schreiben, könnt ihr. Ach, egal, vergiss es. Da können wir für einen Trank, aber da können wir keinen Platz dafür. Achso. Wir müssen ins Berserker gehen. Eben Angriffswert und bewirkt Verwirrung. Ja, das ist ja voll scheiße. Besiege alle sechs Trainer und du erhältst einen wunderbaren Preis. Glaubst du, dass du das Zeug hast dazu? Du hast was? Hast du? Lavio. Was für ein Name. Weg bist du. Wow, gut gemacht. Ja, war ja auch nicht voll schwierig, so einen scheiß Myrapla wegzubashen. Luft. Die Augen, Alter, so richtig high. Pokémon ist so high, ne? Und weg ist es. Und Polnuft basht einfach mit einer Attacke weg. So, weg bist du. Ah, ich will das hier. Toll, ja, geil. Stirb einfach, ja? Warner kann mich am Arsch lecken. Okay. Oh nein, ja, doch. Irgendwie doch. Ich bin auch wirklich normal mit dich. Und Tolga hat sich jetzt zu stark. Bla bla bla. Ein Teil kann er sich in den Arsch schieben. Ich bin der Letzte. Ich bin eine harte Nuss. Ja, sieht man, wie eine harte Nuss du bist. Okay, mein Pokémon ist eingepennt. Aber zerkratzt deins jetzt. Wow, Alter, ich bin. Wow. Kopfschmerzen werden immer mehr. Das ist sehr schön. Das ist Pokémon. Du kennst doch. Ach.
Ich habe was mit den sechs Trainern nichts zu tun. Ich habe mich auf dich gewartet, um dich zu bewegen, da du nach den vielen Kämpfen müde sein musstest. Auf ein Streber. Bist du überhaupt nicht müde? Nö. Tut mir leid, ich werde es nicht mehr mögen. Du hast von einem Kampf mehr bestritten, als du dennoch hast du gewonnen. Wie gesprochen, hier ist der Preis, wir haben halt ein Nugget, aber die Tasche ist voll. Diese scheiß Tasche, wo nur drei Sachen reinpassen, aber ein ganzes Klappfahrrad, ne? Ein ganzes Fahrrad reinpasst. Fogo, was? Nein, nein, nein. Weißt du was? Bitte sehr. Brauche ich ja eh nicht. Wenn dann kauf mir eins. Was? Oh Mann, fick dich, Nico. Verpiss dich. Das wird nix. Da kommt mal Megane ran. Ich will auch die Pokémon haben, die du hast. Alter, warum kann ich nicht angreifen? Mann, für eine Gemeinheit. So, Pams. Oh, mein Pokémon ist Team. Super. Umsonst wird zusammengeschrieben nochmal, ne? Protein. Kann aber kein. Ja, ja. Oh, Mann. Ich kann nichts mitnehmen, weil die ganze Scheiße hier. Alle meine Pokémon tragen schon irgendeine Scheiße. Also muss ich die Scheiße hier, die hier drauf ist, wegschmeißen. Die Scheiße, ey. Gegengiftbeere brauche ich aber noch. Gegengift ist Autoaufwecker brauche ich auch. Mann, Autoaufwecker brauche ich bald nicht mehr. Weg. Das Protein benutze ich doch eh sofort. Warum kann er nicht einfach sagen, ach egal. Hier alles, du brauchst das. Bis noch, Bills Haus. Kennst du Bill? Er ist mein Enkel. Er ist in Johto, er kümmert sich um PCs und ich passe auf das Haus auf. Mein Enkel Bill hat mir von einem Pokémon mit einer langen Zunge erzählt. Hast du das Pokémon dafür gesehen? Nö. Du hast es nicht, das ist schade. Nee, du darfst es nur nicht sehen. Nun geht es ja noch weiter. Oh. Hier zum Beispiel benutze ich den Scheißboost, weil der Scheißboost mir auf den Sack geht. Wo ist denn die Trainerleiterin, Arena-Scheißerin? Okay, dann gehe ich mal weiter hier. Ja, ich weiß, ja. Ja. Selbstmordmodus ist an hier. Alter, ich hasse Kopfschmerzen. Und ich. Wo bist du denn? Die Leute nennen hier die ganzen Picknickerin, Nidorina, bla und. Oh man, die hat einen Raichu, fick dich! Und wieso kann das Raichu noch ruckzuck geben? Du hast es bestimmt zu früh entwickelt, du alte Nulle. Route 9, achso, ja, Feldtunnel. Geh noch zum Kraftwerk heute hin. Ey, du, Lump, wirf deinen Müll nicht hier hin. Halt deine Fresse, du Karl. Oh je, mein Pokémon bamst dich weg, Alter. Oh, da ich nur noch Pfund übrig. Ein Pfund. Wappo, hier macht ein Pfund am Schaden. Oh, es geht sogar noch. Nur irgendwas klarzustellen, dein Vater wird was klarstellen, und zwar deine Mutter. Den Fels zu erforschen, er macht das. Hilf, irgendwas. Ja, möchte ich wechseln. Ja, also die Laune hier ist schon, man merkt sofort, die ist super, ne?
Die Laune ist einfach spektakulär hier. Also ich kann nicht glauben, wie ich hier nicht voll gegen die Decke springen kann. Meine Fresse, bin ich gut gelaunt heute. Die Beere, die gebe ich mal der hier. Oh nein, ein Radikal. Oh Mann. Ich fand die ein Geheimnis, also jetzt müssen wir kämpfen. Aha. Oh nein. Nein, jetzt habe ich mein Schicksal zerstört. Oh, ich hätte Surfer machen sollen. Oh, schade. Super Training ist das eigentlich. Ja. Picknicken, macht mal Spaß, ja. Ja, diese Folge ist wirklich. Boah, Alter. Mann. Ich bin auch müde, hab Kopfschmerzen und bin schlecht gelaunt. Also, wow. Vorsicht, ich bin doch ein richtiger Killer jetzt. Hier ist natürlich ein Power Center. Wenn du das Gebäude verlässt, kannst du das Dach eines großen Gebäudes. Ja, hier habe ich schon gesehen. Das ist das Kraftwerk. Ja, das Kraftwerk ist da einfach ohne Straße oder so. Der Richter des Kraftwerks sucht einen starken Formel-Trainer. Er braucht Hilfe bei einer Suche nach einem gestohlenen Gegenstand. Ja, wir sind natürlich der außergewöhnliche starke Trainer. Das ist sehr praktisch. Ja, es ist ja. So, da müssen wir hin. Natürlich über die Wasserroute. Piss dich. Danke. COD1, hi, willkommen hier beim Live-LP. Ich habe jetzt sehr scheiß Laune, deswegen könnte es sein, dass ich ein bisschen angepisst rüberkomme. Ja. Kraftwerk Kanto, yo. Ich habe noch Zeit. Ein Diebe sind in das Kraftwerk eingebrochen. Was geschieht nur mit dieser Welt? Ja, was geschieht nun? Das Kraftwerk wurde vor langer Zeit stillgelegt. Wir haben es wieder in Betrieb genommen und versorgen den Magnetzug mit Energie. Ja, man konnte das Kraftwerk natürlich früher besuchen. Da war dann ein Edertech oder irgendein wichtiges Pokémon drin. Ein wichtiges Teil des Generators wurde von den Dieb entwendet. Mich zerfunktioniert der neue Generator nicht. Ja, toll. Sag mal, Pokémon, hast du einen Dietri? Möchtest du es geben? Mein Magneten habe ich nicht. Müssen nicht tauschen, schade. Ja, okay, warum bist du schlecht gelaunt? Warum fragen das alle? Obwohl viel Energie. Ohne den neuen Generator fährt er nicht. Der Direktor ist. Ich sag mal so, es gibt Personen, die sind Arschlöcher. Und wenn Personen Arschlöcher sind, sind die scheiße. Ich werde ihm nie verzeihen. Wer wagt es, meinen Grenner zu dominieren? Ich habe so lange daran gearbeitet, wenn ich den erwische, dann lernt er meine Blitzkanone kennen. Ja, er braucht doch Hilfe, also. Kann ich nochmal mit ihm reden? Ich kann weinen und entschuldigen, ich werde ihn trotzdem bestrafen. Uah. Okay. Ja, der Generator läuft nicht. Ah, ich habe Nachricht von aus der Sura City. Eine zivile Figur treibt sich dort in der Umgebung herum. Aha. Kann ich mit deiner Unterstützung rechnen? Ja, alles klar, CRD. Sagt er gerade. Ich bin halt eben müde und. Ja, und so irgendwas in der Art. Was, wie man auch immer das nennt. Ah, ich suche mal nach der zwielichten Person. Die ist bestimmt hier oben irgendwo. Auch nicht, wo ist sie wohin? Hä? Wo ist die Person wohin? Ich wollte da gar nicht hin. In der Stadt soll eine zwielichtige Person herumrennen. Zwielichtig, wer sieht denn hier zwielichtig aus? Vielleicht hier drin? Jemand in der leeren Arena? Oh, ups.
Auf was spielst du? PC oder Handy oder so? PC. Ups, tut ja so leid mir. Du nicht verletzt, du, okay? Ich schwer beschäftigt, nicht Zeit für Reden. Nicht gut, wenn ich gesehen werde. Oh nein, du mich schon hast gesehen. Ich großes Fehler gemacht. Du vergessen, dass du mich gesehen. Ja, du nix versehen. Hören und wissen. Tschüss. Und tschüss. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich benutze natürlich den Booster, weil ich jetzt schnell das hier durchhaben will. Wird mir das nach oben gegangen. Also ja. Hey, Mini-Mensch, ich sein von Team Rocket. Sein aus Rendeland, Trainer 1, ich sein. Geglaubt, wenn nix Energie mehr mache, viel Panik bei Leute. Geheim mein Auftrag sein, ich dir nichts verrate. Doch, wenn mich besiegen, ich lieb und dir verrate Geheimnis. Du Kind kämpfen, lass uns. Ja. Diese Grammatik ist wie in meiner Schule. Jeder zweite Mensch. Vollbart. Manchmal so scheiß Pokémon hat er dabei. Aber wieder diese Standard 0 auf 15 Pokémon hat er. Oh mein Gott, hat nur ein Pokémon. Stark, sehr, du sein. Ich nix, Gegner für dich. Okay, verrate dir meine Geheimnis. Spule gestohlen von mir, versteckt im Pokémon Arena der Azura City. Wasser sein, gute Versteck. In Mitte vom Pokémon Arena Wasser sein. Kind, du mich vergessen. Nicht besiege dir für Team Rocket tun. Werden kommen aus Johto, meine Freunde. Rächen, sie werden tun. Was du sagen, Team Rocket, nichts mehr gibt. Kaputt gemacht, du Sacken. Oh nein, ich tun, was jetzt machen. Und welches da? Aber die nochmal finden, ey. Bin ich aber gespannt, wo, was denn, ich weiß ganz genau, wo Misty ist. Und zwar ist sie, hier. Ah, warum musst du jetzt auftauchen und uns stören? Weißt du, wie man Menschen wie dich nennt? Plage, du hast richtig gehört. Plage. Oh, deine Ohren, die du hast, sind die Arena-Ohren aus Johto? Wenn du 8 hast, musst du gut sein. Okay, komm in die Portemonnaie von Tsuyo City. Ich freue mich, gegen dich zu kämpfen. Ich bin Misty, die Arena-Leiterin von Mist. Nein, von Tsuyo City. Da war nämlich die mit ihrem Freund hier am Sitzen so. Oh ja, geil, Wasser und so. Aber jetzt 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, richtig in die Fresse geschlagen. Tief rein. Hier ist ruhig, möchtest du. Ja, in der Mitte der Arena, also hier. Da, na gut, da finde ich Spule. Hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Ich hoffe, meine. Ja, irgend so eine halbnackte Tante. Irgendwas mit. Piss dich einfach, ja? Mann. Ja. Ja, meine Laune ist so wunderbar und perfekt. Perfekt. So, ich gehe nochmal schnell ins Pokémon Center. Weil ich werde die Datei jetzt gleich einfach so hochladen. Scheiß drauf, ob die jetzt kacke ist oder nicht. Ernsthaft. Außer, die sieht gleich anders aus, wenn ich, die ich gestern hochgeladen habe, wenn die wirklich schärfer aussieht als jetzt, wenn ich gerendert habe, dann mache ich das, wenn nicht, dann nicht. Mist, ich habe euch nicht erwartet, du Nervensäge. Das war viele Orden von Johto, aber unterschätze mich lieber nicht. Meine Wasser-Pokémon sind hart. Ja, und ich habe Pflanzen-Pokémon. Also hast du Pech gehabt. Halbnackte Wundertüte. Okay. 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 Ich will auch haben. Oh nein, Abgesang. Verpiss dich mit Abgesang.
Okay, jetzt wird es ein bisschen problematisch. Alter, verpiss dich mit deiner scheiß Regeneration. Natürlich tue ich mir selbst weh. Alter. Wenn ich den Kampf verliere, dann raste ich aus, ernsthaft. Alter, diese Genesung ist so eine Kackattacke. Ich kann nur so einen Noob machen. Da bin ich ein Vollidioten. Wenn ich den Top-Trank so benutzen. Oh, noch nicht mal mehr AP übrig für diese Scheiß-Attacke. Alter, wie oft kann ich die Attacke noch einsetzen, Junge? Ich habe genug Top-Tränke. Und auch Beleber habe ich auch noch. Für Notfall. Nova ist hier schon eingetreten. Alter, wie oft kann die das nochmal? Und ja, die macht einmal Attacke auf mich, ich friere ein. Alter. Alter. Bitte sag, dass ich jetzt nicht mal Genese machen kann. Ja, als wenn! Meine Pokémon mega trainiert haben, mega Geschwindigkeit und alles. Weißt du was, fick dich, Misty. Du mit deiner scheiß Kackattacke. Und diese 0815 Attacken einsetzen. Best Trainer of the World. Jetzt geht's wieder los. Okay, hat sie erledigt. Ah ja, die Kack-Dingens. So, hat sie erledigt. Ja, ich gebe zu, du bist ja keine Mutter. Also, wenn ich mir offenbar, ja. Oh, Alter, ich hab keinen Bock mehr. Wie viele Minuten jetzt haben wir? Ja, komm, wir haben genug. So, wir sehen, was abgeht in der nächsten Folge. Viel Spaß, ey, und so ein Scheiß und... Ah, ich zeig euch mal den hier. Viel Spaß zu Hause oder so beim Schrottlachen. Viel Spaß beim Kommentieren. Das Video wird wahrscheinlich Scheißqualität haben oder sowas. Tja. Nächstes Mal nehme ich mit Fraps einfach wieder auf. Ciao.